Willkommen bei DigiBet im Studio. Diese Woche jeden Tag Fußball. Zweite Liga war gestern. Uli Potowski hat sich vertippt. Duisburg, Cottbus, beide Mannschaften trennten sich in einem richtig guten Zweitligaspiel mit 2:2. Freuen wir uns auch drüber, denn beides ja Überraschungsmannschaften. Dann gibt es heute Champions League morgen, Champions League Donnerstag, Europa League Freitag und so weiter und so fort. Sie wissen das. Und deshalb sind wir auch täglich für Sie hier und da hier im Studio. Heute beschäftigen wir uns natürlich mit der Champions League. Und zuallererst verrate ich Ihnen, dass Khedira geschont wird. Denn Mourinho, der Trainer von Real Madrid, sagt, wir sind durch. Wir haben uns eh qualifiziert, also schonen wir Khedira und Co. im Champions League-Spiel für El Clasico. Das ist Real Madrid gegen Barcelona. Und da wird ein Khedira dann eher gebraucht. Wer richtig sauer ist, ist Franck Ribéry. Der hat in einem Interview bei Sky abgeledert bzw. sich beschwert über den Trainer. Und er hätte gerne von Louis van Gaal erfahren, die Kritik persönlich und nicht in der Zeitung gelesen, dass er, also Franck Ribéry, sich nicht bemüht hat. Heute Abend spielen die Bayern gegen Rom. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann sind die Bayern ja nun eh mit 12 Punkten eigentlich schon fast durch. Oder sie sind durch. Und wir gucken uns das Ganze mal an, was es denn da gibt. Also, wenn Sie eine 2 tippen, dann gibt es tatsächlich die Quote 4,0, unentschieden 3,65. Und bei einem Heimsieg gibt es 1,85. Wundert mich jetzt, also ich hätte jetzt genau das Gegenteil gedacht, aber sei es drum. Ja, und morgen muss dann Werder Bremen dran in der Gruppe A. Und Werder, damit beschäftigen wir uns morgen gegen Tottenham. Ich glaube, da wettet kein Mensch auf den SV Werder Bremen. Da geht es ja im Moment drunter und drüber. Thomas Schaaf soll ja sein Rücktrittsangebot erklärt haben. Hoffen wir mal, dass er bleibt bei Werder und dass Werder sich langsam, aber sicher wieder bekrabbelt. Die Bild-Zeitung macht heute ein großes Thema dazu, die Falschmacher. Also da geht es um Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, um Dieter Hoeneß vom VfL Wolfsburg, um Bernd Hoffmann vom Hamburger SV und um Klaus Allofs. Ob das denn alles jetzt so richtig ist, das muss man dann abwarten. Ich glaube, es bei dem einen oder anderen ist auch viel Pech dabei und sicherlich viele Dinge, die hätten anders laufen können. Eine Nachricht noch aus der zweiten Liga. Uwe Rappolder ist neuer Trainer beim Karlsruher SC. Der Karlsruher SC steht ganz weit unten drin. Also die brauchen dringend auch die Punkte. So, mehr gibt es morgen. Wie gesagt, ich setze und gehe damit auf bei einem Euro auf 4 Euro. Ich setze klar auf Sieg für den FC Bayern München heute Abend in der Champions League. Denn in der Champions League, da sind die Bayern für mich die Nummer 1 in der Bundesliga. Gucken wir mal, wie nah sie da an die Nummer 1 wieder rankommen. Das war's für heute. Morgen dann der Rückblick auf Bayern und natürlich der Ausblick auf den SV Werder Bremen. Und tschüss.